Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Unser Land NRW hat in seiner 70-jährigen Geschichte mit Migration immer zu tun gehabt. Jeder vierte Einwohner in NRW hat einen Migrationshintergrund. So gesehen hat die Multikulturalität und Multireligiosität eine gelebte Realität in unserem Land. Jede kleine Stadt, jede kleine Einrichtung ist eine Abbildung davon. Einige möchten diese Realität nicht sehen wollen, die anderen versuchen, diese Realität für ihre politischen Zwecke zu missbrauchen. Aktuelle Debatte über die Flüchtlingspolitik zeigt eigentlich, wie schwierig ist das, der Umgang mit den Flüchtlingen, geflüchteten Menschen in unserem Land, mindestens ein Teil der Bevölkerung ist. Meine Damen und Herren, 2015 zogen uns ungefähr 2,1 Millionen Menschen nach Deutschland zu. Zugleich aber fast 1 Million Menschen, Personen aus Deutschland fort. So gesehen haben wir einen Wanderungsüberschuss, 1,1 Millionen Menschen. Das gehört auch zur Realität hier zu erwähnen. Für die Aufnahme von vielen Flüchtlingen nach Deutschland weltweit wirklich sehr großer Respekt und Anerkennung bekommen. Deutschland war das einzige europäische Land, das die Menschen, die ihr nacktes Leben retten konnten, unter unmenschlichen Bedingungen, zum Teil jahrelang auf der Flucht waren und es letztendlich geschafft hatten, nach Deutschland zu kommen, aufgenommen und ihnen eine Heimat geboten. Darauf können wir zusammen alle stolz sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur die Regierung und staatliche Institutionen, sondern auch einzelne Personen, Wohlfahrtsverbände, Initiativen, Kirchengemeinden haben in dem Maße noch nie dagewesene Unterstützung und Hilfeleistung organisiert und durchgeführt. Ohne deren Unterstützung hätten wir überhaupt nicht geschafft, diese Mammutaufgabe zu bewältigen. Ich danke an allen Verbänden, Kirchengemeinden, ehrenamtlichen Einzelpersonen vom Herzen. Trotz dieser Bereitschaft zu helfen, gibt es in der öffentlichen Debatte eine Grenzverschiebung, sodass die völkische und menschenfeindliche Gedanken eigentlich wieder einen Raum finden. So kann eine Partei ohne Wahlprogramm und in den Ländern, wo kaum Migranten leben, mit ausländerfeindlichen Parolen 10 bzw. 20% der Stimmen bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz aller Gemeinsamkeiten haben wir eine große Chance in diesem Landtag verpasst. Wie Sie wissen, wollten wir diesen Integrationsplan NRW vor der Sommerpause verabschieden. Nach der Anhörung und Diskussion im Integrationsausschuss habe ich als Vorsitzender alle Fraktionen eingeladen, über diesen Integrationsplan zu diskutieren und einen gemeinsamen Antrag zu formulieren. Dass das nicht gelungen ist, bedauere ich sehr. Weil ich hatte den Eindruck nach den ersten Gesprächen, dass wir wirklich so eine Atmosphäre hatten, dass wir in der Lage waren, inhaltlich so diesen Antrag gemeinsam zu verabschieden. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben über die Gründe ziemlich lange diskutiert, deswegen möchte ich nicht erwähnen. Aber erlauben Sie, dass ich meiner Enttäuschung kundtue. Es gibt naturgemäß Unterschiede, unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man mit den Flüchtlingen umgeht. Das ist auch legitim. Wir werden auch weiterhin über die beste Integrationspolitik diskutieren und miteinander konkurrieren. Wir wollen auch die Unterschiede nicht wegdiskutieren, aber wir wollten gemeinsam nach außen ein Signal geben, dass wir diese Menschen in diesem Land aufnehmen und wir sind ein Integrationsland gewesen, sind aber diese Chance haben wir verpasst, das bedauere ich sehr. Herr Kollege, liebe Sie kommen zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie, ein kurzes Zitat vorzutragen. Wenn auch wir anfangen, in unsere Sprache zu eskalieren, gewinnen nur die, die es immer noch einfacher und noch klarer ausdrücken können. Ich warne vor einem Populismuswettbewerb mit der AfD. Erzbischof Kardinal Wölki, dazu habe ich nichts zuzufügen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.